gleich in den TV Berlin Nachrichten. Ab Mittwoch streiken erneut die Lufthansa-Piloten. Budenzauber am Checkpoint Charlie hat bald ein Ende. Und das Wetter, es bleibt mild, wenn auch nicht mehr ganz so warm. Ja, und damit herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Dienstag, den 9. September. Lufthansa-Piloten wollen weiter streiken. Die Piloten der Lufthansa setzen ihre Streikwelle fort, diesmal am zweitgrößten Lufthansa-Drehkreuz in München. Ab Mittwoch von 10 bis 18 Uhr sollen dort Flugzeuge am Boden bleiben. Davon ist auch Tegel betroffen. Insgesamt sind 25 Flüge von und nach München geplant. In dem Zeitraum wären je 7 Starts und Landungen betroffen. Es dürfte aber zu weiteren Einschränkungen auch nach Streikende kommen. Zuletzt hatten die Piloten am Frankfurter Flughafen in der vergangenen Woche in einem 6-stündigen Streik 218 Flüge ausfallen lassen. Hintergrund ist der seit langem schwelende Tarifkonflikt bei Europas größtem Luftverkehrskonzern. Im Kern geht es um die Übergangsversorgung, die Lufthansa-Piloten bislang in ihrem Vorruhestand erhalten. Budenzauber am Checkpoint Charlie soll verschwinden. Das soll der irische Investor in der Irish Times angekündigt haben. Demnach will der Unternehmer das 9000 Quadratmeter große Areal links und rechts vom Checkpoint Charlie veräußern. Die Mietverträge für die Wurstbuden unter anderem sollen bis Jahresende auslaufen. Angeblich habe der Unternehmer nicht gewusst, dass seine Verwaltung in Berlin derartige Vermietung betreibe. Die Imbissbuden hatten immer wieder für Ärger gesorgt. Investor Cannon wollte eigentlich Wohnungen und Büros errichten, nachdem die Vorbesitzer pleite gegangen waren. Die Grundschuld selbst gehört einer irischen Bank, die jetzt offenbar Geld sehen will. Senat zahlt Flüchtlingskosten. Die Kosten für Unterbringung und den Lebensunterhalt der Flüchtlinge aus der 1,5 Jahre besetzten Gerd-Hauptmann-Schule werden dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg vom Senat ersetzt. Das erfolge Ende des Jahres über die sogenannte Basiskorrektur für die Bezirke, erläuterte die Finanzverwaltung in einer Antwort auf eine Anfrage der CDU-Fraktion. Die Kosten belaufen sich bereits jetzt auf rund 360.000 Euro. Zusammen mit den Kosten für die Flüchtlinge vom Oranienplatz in Kreuzberg schlagen knapp 800.000 Euro zu Buche. Zuletzt hatte der Bezirk eine Haushaltssperre angekündigt, weil der Bezirkshaushalt selbst die Kosten nicht getragen hätte. Fußgänger in Städten relativ sicher unterwegs. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des Verkehrsclub Deutschland. Innerorts verunglückten in den vergangenen 5 Jahren rund 12% aller im Straßenverkehr Verunglückten zu Fuß. Jedoch ist die Gefahr, bei einem Unfall schwer oder gar tödlich verletzt zu werden, relativ hoch. Mehr als ein Drittel innerhalb geschlossener Ortschaften getöteter Verkehrsteilnehmer waren zu Fuß unterwegs. Dazu hat der VCD auch eine spezielle Karte entwickelt, die am Dienstag präsentiert wurde. Berlin ist darauf rot markiert und gilt als Gefahrenschwerpunkt. Weniger Abtreibung in Berlin. Im ersten Halbjahr 2014 gab es 4.497 Schwangerschaftsabbrüche. Das sind 74 Fälle weniger als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. In Brandenburg gingen die Fälle ebenfalls zurück. Die Anzahl sank um 180 auf 1.645 Abbrüche. Ostdeutsche verdienen noch immer weniger als Westdeutsche. Dabei sind die Löhne und Gehälter in den neuen Bundesländern schneller gestiegen als in den alten. Zu diesem Ergebnis kommt das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Das Institut ließ eine Studie anfertigen und stellte fest, dass obwohl die Nominallöhne in Ostdeutschland seit 1993 stärker gewachsen sind als in Westdeutschland, gehe die Angleichung nur langsam voran. So verdiente man im Westen durchschnittlich 2.916 Euro brutto im Monat und im Osten 2.139 Euro. Die Zahlen stammen aus 2012. Plakat vorgestellt. Am Sonntag hat ein Aktionsbündnis des Zentralrates der Juden zu einer Kundgebung aufgerufen. Steh auf, nie wieder Judenhass, so das Motto der Demo, an der auch die Bundeskanzlerin teilnehmen soll. Am Dienstag stellten Dieter Graumann, Präsident des Zentralrats der Juden, und Daniel Wall, Vorstandsvorsitzender der Wall AG, schon mal das Plakat der Öffentlichkeit vor. Mit der Kundgebung am Brandenburger Tor möchte der Zentralrat der Juden in Deutschland ein deutliches Zeichen gegen Antisemitismus setzen.
Die Demonstration steht im Fokus der aktuellen kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Israel und Palästinensern. Gropius-Tochter gestorben. Die Illustratorin Arti Gropius-Johansen, Tochter des Bauhausgründers Walter Gropius, ist tot. Sie starb am Sonntag mit 88 Jahren in der Nähe von Boston. Das Bauhaus-Archiv in Berlin verliere damit eine bedeutende Förderin, die die Arbeit sehr bereichert habe, erklärte die Direktorin. Arti Gropius war 1937 gemeinsam mit ihren Eltern in die USA emigriert. Zeitlebens setzte sie sich für den Erhalt des Bauhauserbes ein. Jubiläumsveranstaltung. Der Nah- und Mittelostverein NUMOV feierte am Montagabend im Energieforum seinen 80. Geburtstag. Unter den Gästen waren zahlreiche Vertreter aus Politik, Wirtschaft und sogar der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder. Der aktuelle Vizekanzler Sigmar Gabriel richtete sogar ein Grußwort an die anwesenden Gäste, darunter auch zahlreiche Botschafter. NUMOV ist ein Zusammenschluss von im Nahen und Mittleren Osten aktiven deutschen Unternehmen zur Vertretung der Handels- und Investitionsinteressen der deutschen Wirtschaft in den Ländern dieser Region. Ja, und damit sind wir auch schon bei den Wetteraussichten. Heute Nacht ist der Himmel bedeckt, Regen gibt es keinen, das Quecksilber sinkt auf 14 Grad. Der Mittwoch startet regnerisch, gegen Mittag lockert der Himmel jedoch wieder auf. Die Werte pegeln sich auf maximal 19 Grad ein. Und der Blick auf die kommenden Tage, auch am Donnerstag kann es immer wieder vereinzelt regnen. Ab und zu zeigt sich jedoch auch die Sonne. Ab Freitag wird es wieder trockener und freundlicher. Und auch mit den Temperaturen geht es wieder nach oben. Ja, und das waren sie, die TV Berlin Nachrichten für heute. Tschüss, bis morgen.